So, ich möchte auch kurz was dazu sagen, warum ich hier bin. Einmal, weil ich Ute begegnet bin und auch den anderen, unter anderem auf der Demo letzte Woche, und meine persönlichen Gründe sind, im Grunde ist der ganz persönliche Grund hinter mir meine Tochter, die mir jeden Tag zeigt, was das für ein Glück ist, hier zu leben, zusammen mit euch hier in diesem Platz zu sein und keine Angst zu haben, dass wir bombardiert werden oder von irgendwelchen Leuten getötet werden. Und das ist mir auch sehr wichtig auszusprechen, die Verantwortung, was Ute vorhin meinte, die Verantwortung unserer Regierung, letztlich auch unsere Verantwortung, weil wenn wir nämlich passiv bleiben, wird es weiter so sein und bleiben, wie es jetzt ist. Also wenn wir sagen, dass wir es nicht mehr so wollen, werden unsere Regierung irgendwann auch nicht mehr einfach die NATO nach Libyen schicken können unter irgendwelchen Vorwänden und 60.000 Zivilisten wegbomben. Was häufig auch gerne von der Presse verschwiegen wird. Und das gleiche passiert jetzt in Syrien. Ich habe dieses Bild vorhin gesehen, ich habe das schon mal gesehen, dieser Vierjährige, der aufgehängt wurde. Ja, und wie durch einen Zufall hier direkt nebenan findet sich ein Hochzeitspaar, Leute. Ist das nicht herrlich? An der Friedensglocke ein Hochzeitspaar. Wenn ich meine Tochter sehe und solchen Jungen da sehe, und ich habe halt einfach, dass es auch rausgeht und auch den anderen vielleicht, wenn ihr es weitertragt, wenn andere Menschen davon mitbekommen, die sich wirklich berühren lassen. Weil man kann das immer so schnell wegdenken und weggeben, das ist immer so einfach. Das sind dann irgendwelche Zahlen und sind irgendwelche bösen Leute oder so, aber das sind Menschen, die sie hier tatsächlich gesagt haben. Ich werde jetzt mal nicht spielen, was ich meiner Tochter geschrieben habe, als sie noch im Bauch war. Ich bin nicht gewissermaßen jung. Ich mache jetzt das jetzt nicht mehr vorhin, weil ich glaube, ich bin nicht besser ruhig. Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch. Ist die Nummer voll? Ja, das passt uns hier gleich mit Hochzeitsbildchen. Ja, das war also nicht arrangiert jetzt oder so, also so, oder ja doch, wir Castor TV Livestream hat keine Kosten und Mühe gescheut, euch auch diesen romantischen Einblick in diese Welt zu ermöglichen. Du brauchst nur dich, um dir davon zu erzählen. Du bist die Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Und ich lass dich deinen eigenen Weg wählen. Ich hülle meine Hand um dich und ich forme deinem Körper ein Zuhause. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen, wohin du willst, wohin du willst, du willst. Es gibt ein, zwei Menschen, die dich sehen. Ein, zwei Menschen, die dich fühlen. Auch wenn wir nicht alles, was du bist, verstehen, so lassen wir dich doch deinen eigenen Weg gehen. Ich hülle meine Hand um dich, forme
immer deinem Körper ein Zuhause. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen, wohin du willst, wohin du willst. Ich öffne meine Hand und ich lass dich fliegen, wohin du willst, wohin du willst. Du Vielen Dank. Als nächstes möchte noch zwei Lieder spielen. Ein Lied, was mir sehr wichtig ist, ist das Stück namens Behind All Walls, ein Projekt, an dem ich seit einigen Monaten arbeite. Einige werden vielleicht von der Bewegung Israel Loves Iran gehört haben, wo ein Israeli über Facebook, über das Internet den Iranern eine Botschaft geschickt hat, eine Videobotschaft, und ihm gesagt hat, ich teile nicht das, was meine Regierung möchte, ich will euch nicht bombardieren, ich möchte euch nicht bekriegen. Und das ist eine ganz große weltweite Bewegung geworden, was ich sehr großartig finde. Und ich habe aus dieser Bewegung heraus einen Impuls bekommen, einen Song zu schreiben, genau das auszudrücken. Sehr schön, da wird es bebildert. Das sind die Fotos, die jeden Tag auf Facebook herumgehen. Sieht man in den Medien, in den Mainstream-Medien relativ selten. Deswegen ist es, finde ich es auch sehr schön, dass du die hier mit hast. Das ist die Bewegung und jeder kann, und viele tun es. Es sind mittlerweile 100.000 Menschen, die weltweit diese Fotos selber machen. Und einfach zum Ausdruck bringen, hallo Welt, wir wollen nicht, dass der Iran bombardiert wird, wir wollen nicht, dass weiter, egal wo auch immer, Kriege geführt werden. Diesen Song werde ich zum Abschluss spielen. Vorher möchte ich noch einen anderen Song spielen, Deine Wunder. Freut Katja sich auch. weil das ist wiederum eine Einladung, wie ich vorhin schon meinte, in sich zu gehen und in sich selber zu erkennen, was ist das Gute, was ist das Schöne in mir, aber was ist das denn vielleicht auch die Schattenseiten, wo bin ich traurig, wo bin ich voller Wut, und dieses Stück möchte dazu ermutigen. Zeig dieser Welt deine Wunder. Aber zeig ihr auch deine Wunden. Lass sie doch ruhig mehr von deinem Glänzen sehen. Lass sie doch ruhig mal von deinen Tränen sehen. Spür den Puls in dir und lass dich von ihm führen. Spür die Schuld von dir und du kannst dich wieder rühren. Zeig dieser Welt
was dir an mir gefällt. Aber auch du nicht auch Beispiel. Nimm doch deine ganze Wut zusammen und lass dich sehen. Wir lieben, mach sie los und lass sie. Spür den Puls und lass dich von ihm führen. Hab mehr Geduld mit dir und alles, alles wird sich rühren. Alles wird sich rühren. Du klingst wie kein anderes Wesen. Längst erfüllt sich die Luft mit Duft in dir und so eben mit dir in unendlich vielen Stimmen eine neue Kühn. Vielen Stimmen eine neue Welt erkünden. Seit dieser Welt deiner Wunder. Aber zeig ihr auch deine Wunden. Vielen Dank. Jetzt kommt zum Abschluss Behind Our Walls. Und es gibt eine Zeile, zu der ich euch einladen möchte, mitzusingen. Die ist gar nicht so schwer. Jetzt muss ich selber überlegen. Sie heißt I don't wanna bomb your country. And I don't wanna bomb your country. So geht es. I don't wanna bomb your country. Wäre schön, wenn ihr mich unterstützt. Ansonsten einfach viel Spaß beim Zuhören. Okay, und damit jetzt ein bisschen Aufbruchsstimmung. Now that they have scared us over and over again, will we still believe? Nor the hatred that they preach, or can we feel that there is love behind walls in our heads, in our hearts? Can we see clearer now? Yes, I do, and I shout it out. And that is why I don't want to bomb your country. Governments, don't speak for me. Raise your voice if you agree. Yeah, I don't wanna bomb your country. Politicians stand alone if they decide to kill on and on. And now that we see, it is nothing but fear what they see. It is nothing but greed in their deeds to make us a tool of their rules. So say no to those lies, and say yes to our lives, and we will let love rise. Oh, we can see clearer now. Ah, yes, I can see clearer now. And that is why I don't want to bomb your country. For me, raise your voice if you agree. Yeah, I don't wanna bomb your country. Politicians stand alone if they decide to kill on and on. I see them crying,
All the children democratized through blood and smoke. I see them dying of the people who fall their hail, are judged to choke. In the flood of freedom's fire, bombed to their bone. And that is why I don't want to bomb your country. Governments, don't speak for me. Raise your voice if you agree. Yeah, I don't want to bomb your country. Politicians, stand alone if they decide to go on and on. Yeah, now I want you to shout up with me. We don't want another war. It's only money for what it's for. Yeah, now I want you to shout up with me. Let us people rise to meet up in unity. Yeah, now we claim don't bomb our world. Yes, we do agree. This anger is absurd. We're calling everyone to join us now. Let love touch our souls, and this change is gonna come. Thanks, sir. Care with pocket pickup.